Hallo Freunde, einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch und herzlich willkommen zu einem neuen Unboxing. Die Zabi-Box kam zwar nicht die für April, aber die für März. Ein Monat später, sehr spät diesmal, was drin ist, schauen wir uns jetzt zusammen an. Das ist die Box. Die ist diesmal ganz schön groß. Und ich würde sagen, wir machen sie auf, schauen, was drin ist und hoffen natürlich, dass die Märzbox, die auch noch aussteht, diesmal ein bisschen pünktlicher kommt und nicht erst dann mit dem nächsten Monat. Weil so in letzter Zeit, also die letzten beiden, die kamen ja beide relativ spät. Ja, die Februarbox kam ja noch im Februar bzw. Anfang März. Aber die Märzbox, ich meine, wir haben heute den 24.04. Das ist schon spät. Aber wichtig ist, dass er da ist. Und ja, lasst uns reinschauen, was drin ist. Falls ihr auch Interesse an so einer Box habt, ihr kennt das ja. Unten. In der Beschreibung im Video sind natürlich sämtliche Links, die ihr braucht, um euch so eine Box zu besorgen. Und den Gesamtpreis und den Preis der einzelnen Artikel findet ihr unten in dem Feld, den trage ich dann später hin. Und ein Bild jeweils hier neben an der Seite von dem Artikel. Wie immer eigentlich, ihr kennt das ja von mir. So, ich muss ein bisschen aufpassen, ich habe hier nämlich gerade noch meinen Kaffee stehen. Mein Kader ist auch schon am Start. Nein, mein Schöner. Du darfst da auch gleich rennen, ja? So, ich stelle sie mal hier rüber und wir machen auf und schauen, was drin ist. Ja, so. Wir haben erstmal ein bisschen Verpackungsmaterial, was wir erstmal rausholen. Und ich würde gerne hier mit dem T-Shirt anfangen, wenn ich es finde. Das ist relativ weit unten, aber ich habe es. Und ja, ich sehe schon hier, ist ein Label dran. Wir haben ein T-Shirt von Batman. Und das Ganze sieht so aus. Das ist das T-Shirt. Deathstroke. Okay, scheint irgendwie aus einer Comicreihe von Batman zu sein. Da bin ich jetzt nicht so performt drin. Ich bin da mehr so der Filmgenre-Liebhaber, nicht bei den Comics. Es könnte aber Wayne sein. Und den kenne ich bereits aus Spielen von Batman. Und ja, ich würde sagen, zieh das T-Shirt an. Wir sehen uns gleich wieder. Und ja, da sind wir zurück. Das T-Shirt ist angezogen, so schaut es aus. Es passt wie angegossen und ja, ist völlig okay. Leider konnte ich diesen Monat kein Thema einfügen von der Box. Ich habe also keine Ahnung, was für ein Thema es sich handelt. Irgendwie ist der Zabi auch momentan ein bisschen nachlässig, was die Themen angeht. Ich habe auf sämtlichen Seiten geschaut und kein Thema gefunden. Deswegen. Nur Zabi, ich werde mir irgendwie ein Thema einfallen lassen, was zu der Box passt und dann schauen wir weiter. Wir fangen an, beziehungsweise wir machen weiter mit dem nächsten Artikel. Und wir haben hier was Kleines, Längliches. Okay, ja, und das ist definitiv was für ein Flohmarkt. Wir haben hier so ein kleines Mini-Piano von Disney drin, und zwar von den Prinzessinnen in Disney. Ja, ist es nicht unbedingt was ich brauche, ist eher was für kleine Mädchen, die sowas
nutzen. Für mich ist das definitiv nichts. Deswegen geht dieser Artikel mit zum Flohmarkt. Ich habe noch keine Ahnung, was das Teil kostet. Ihr seht es hier unten ja bereits. Ja. Okay. Das fällt in die Kategorie Spielzeug oder Flohmarktartikel. Wir machen weiter. Und den nächsten Artikel dann mal rausholen. Ich habe jetzt was Großes. Das fühlt sich wieder nach so einem 3D-Puzzle an. Ich hoffe nicht, dass ich das auch schon habe. Batman wäre schon mal schön. Okay. Gut, die habe ich noch nicht. Beziehungsweise die habe ich schon, aber noch nicht in dieser Form. Wir haben hier einmal Wonder Woman, aber als Crystal-Version, das heißt eine durchsichtige Version. Ich hatte ja die, beziehungsweise die habe ich nicht hochgeladen, die Videos. Ich habe die normale Version zu Hause, die steht draußen im Regal. Und wie gesagt, die habe ich noch nicht. Die werde ich dann auch definitiv behalten, werde die bauen. Allerdings nicht als Video mehr. Habe ich mich dagegen entschieden, weil Gründe. Dann machen wir weiter. Was haben wir noch drin? Hier ist jetzt was ganz Großes drin. So, da haben wir noch mal was. Und zwar ist das auch ein Batman-Artikel. Und zwar aus den Detective Comics von 86. Und zwar der Batman-Hubschrauber. Beziehungsweise ein Kopter. Den werde ich auch definitiv behalten. Und der sieht sogar relativ gut aus, muss ich sagen. Bin ich mal gespannt, was das Teil kostet, weil das Teil ist auch relativ groß. Also Thema ist auf keinen Fall Batman. Ist eine gute Frage. Thema kann ich jetzt gar nicht bestimmen, so in der Form. Ja, finde ich cool, den Artikel. Werde ich auch definitiv behalten. Und wir machen weiter. Den nächsten Artikel, den wir rausholen. Und das ist auch der letzte Artikel. Oh nee. Okay, das ist ein Artikel, den ich wirklich schon mehr als einmal habe in Boxen. Den habe ich auch schon, glaube ich, zweimal auf dem Flohmarkt mit dabei. Und diesmal habe ich das dritte Mal dabei. Wir haben nochmal ein 3D-Puzzle drin. Und zwar von Green Arrow. Ja. Ich würde mich über die Batman mal noch freuen und über die Superman. Weil sonst habe ich inzwischen auch fast alle davon, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ja. Somit ist die komplette Box leer. Und ja, ich hoffe, dass die nächste Box ein bisschen besser wird oder beziehungsweise ein bisschen pünktlicher vor allen Dingen erscheint. Und ich werde mich jetzt losmachen, die Preise recherchieren, das Video schneiden und natürlich hochladen für euch, dass ihr es euch anschauen könnt. In diesem Sinne wünsche ich euch ein schönes Wochenende und ja, wir sehen uns beim nächsten Unboxing. Bis dann, ciao.